Ja, hallo liebe Freunde, das Kochtopf-Set von Zwilling ist da. Ich pack's mal gerade aus und dann schauen wir uns mal die Geschichte an, wie ist die Qualität etc. pp. So Leute, ich habe es ausgepackt und ihr seht schon, das sieht richtig, richtig gut aus. Und die Qualität, also schon beim Auspacken, da merkt man schon, das ist was richtig, richtig Gutes, diese Töpfe von Zwilling hier. Ja, schauen wir uns mal im Detail an, ne? Also wir haben einmal den großen Topf, den ganz großen Topf, dann haben wir großen Topf, mittleren Topf, kleinen Topf und hier, ne, diese Kasserolle, aber auch die, Leute, ne, das ist richtig schwer, das müsst ihr euch darüber im Klaren sein. Ihr habt hier unten einen schweren Induktionsboden, ja, ihr seht das schon von der Aufteilung her, ne, Topf und Boden, das ist wirklich richtig schwere, massive Qualität und ja, wer es hochglänzend nicht mag, lieber in matt, aber ich finde, das sieht sich schon richtig gut an. So, was ihr noch habt zusätzlich, ist in jedem Topf habt ihr hier, ich schalte es mal gerade ran, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ihr habt hier immer eine Maßeinheit, ne? Ja, wo ihr ran gucken könnt. Okay, wie in diesem Fall, ich schaue mal gerade, 2 Liter, 1 Liter und unten vermutlich noch einen halben Liter. Also in halben Liter Maßeinheiten bei diesem Topf. So, schauen wir mal hier rein. Ja, hier ist dann ein Liter, 1, 2, 3, 4 Liter entsprechend. Schauen wir gerade hier in die kleine Kasserolle. Auch da ist es gemacht worden. Ja, die Decke. Ja, kann das leider nicht fühlen, aber in dem Falle hoffe ich, ihr vertraut mir mal, dass es richtig, richtig gut ist und richtig schwere Qualität. Gut, die Deckel sind leichter gearbeitet worden. Macht ja auch einen gewissen Sinn. Okay, schauen wir mal, ob es passt. So, nehmen wir mal hier den großen Topf. Auch das passt und hier haben wir eben halt multifunktional. Okay, was jetzt ein kleiner Verbesserungsvorschlag wäre, wäre an der Stelle noch ein Glasdeckel. Aber nochmal, ich führe es euch nochmal vor an der Stelle. Auch hier geht der für, ne, gute, schwere Qualität. Also, aktuell denke ich, zu diesem Preis bekommt ihr was richtig Gutes. Ich koche jetzt noch ein bisschen damit und schreibe euch dann unten noch in den Text zu dem Video rein, wie haben sich da die Töpfe verhalten, aber ich denke, hiermit könnt ihr nichts verkehrt machen. Ich sage jetzt schon mal 5 Sterne, sollte beim Kochen irgendetwas sein, wo ich sage, okay, da brennt was ein oder an oder ja, der Topf wird wesentlich langsamer warm als normal üblich oder sonst irgendwelche Geschichten, schreibe ich es euch unten rein, ansonsten würde ich sagen, klare 5 Sterne, Preis-Leistung hier und ja, wünsche euch wie immer alles Gute. Bis dahin, euer Mr. Goldfish.